Let's go. Einen Splitter haben wir, einen brauchen wir noch. Hoffentlich läuft es in Ägypten etwas besser. In der Tat. Es macht mir immer noch zu schaffen, dass wir in Atumas Falle getappt sind. Nochmal lasse ich mich nicht reinlegen. Okay. Wir scheinen auf dem Weg nach Ägypten zu sein. Hab ich die Karte hier schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mach's einfach nochmal. Sicher ist sicher. Hatte ich tatsächlich noch nicht. Ja? So einfach und schnell kann's gehen. Danke. Good, let's go. Die Höflichkeit gebietet, dass wir dieselbe Sprache sprechen wie unsere Gäste. Das ist sehr nett. Keine Ahnung, wer diesmal dahinter steckt, aber da gibt es wieder Ärger vor deiner Haustür. Zeig's ihnen! Das ist mir jetzt gerade egal, ich bin auf dem Weg nach Ägypten. So, willkommen in Ägypten. Wer die Karte sieht, darf brüllen. Oh, wie süß, hier macht jemand ein kleines Strandpicknick. Cute. Hi. Reiter auf allen Tierarten, alles klar. Gut, warum auch nicht? Diese Sphinx hat einen fancy Hut auf. Achtung, ich habe Vorfahrt. Seid gegrüßt, Reisende. Ihr scheint auf wichtiger Mission unterwegs zu sein. Sagt, was bringt euch in diese Gegend? Wir suchen einen sehr wichtigen kristallartigen Gegenstand und glauben, ihn hier zu finden. Ist dir zufällig etwas derartiges begegnet? Ich glaube, ihr meint den Nexus-Splitter. Aber wenn die Legenden über seine Macht wahr sind, kann ich ihn nur jemandem überlassen, der sich als würdig erweist. Ich verstehe. Ich bin voll würdig. Und wie sollen wir das machen? Durch das Bestehen von drei Prüfungen. Schließt ihr die einzelnen Herausforderungen erfolgreich ab, überlasse ich euch den Nexus-Splitter. In Ordnung, wenn es sein muss. Wunderbar. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich bin voll bereit. Danke für deine Hausbombe. Interesting. Seid ihr bereit für eure erste Prüfung? Klar. Bei der ersten Prüfung geht es um Geschwindigkeit. Um diese Prüfung zu bestehen, müsst ihr so schnell all diese Tore durchqueren, dass ihr eine Goldmedaille gewinnt. Aber ihr dürft nur eine bestimmte Art von Fortbewegungsmittel einsetzen. Fliegen ist verboten. Oh. Nehmt ihr die Herausforderung an? Ja. Sehr gut. Das Starttor ist da drüben. Denkt daran, dass ihr nur bei Gewinn der Goldmedaille die Prüfung besteht. Wie gefällt euch das Ross, das ich wählte? Wer das steuern kann, ist auf gutem Wege, die Prüfung zu bestehen. Haben wir wirklich Zeit für sowas? Komm schon, das könnte lustig werden. Das wird voll lustig. Das ist voll lustig. Voll lustig. Woo! Natürlich ist... In was bin ich da nur wieder reingeraten? Das ist eine sehr gute Frage, in was du da reingeraten bist. Die Musik dabei ist herrlich.
Und dann... Fahren, fahren, fahren. Eine wirklich beeindruckende Geschwindigkeit. Gut gemacht. Die erste Prüfung ist abgeschlossen. Ihr dürft einen Moment rasten, bevor wir mit der zweiten beginnen. In der Zwischenzeit nehmt bitte dies als Belohnung für eure bisherige Leistung. Wenn innerhalb von ein paar Sekunden niemand Einspruch erhebt, behalte ich das. Ja, behalte es einfach. Sehr schön. Behalten. So, seid ihr bereit für die zweite Prüfung? Allzeit bereit. Die zweite Prüfung erfordert Stärke. Der Nexus-Splitter ist eine Quelle großer Macht. Nur wer stark genug ist, ihn zu kontrollieren, dem darf er anvertraut werden. Außerdem sehe ich mir gerne Gladiatorenkämpfe an. Tretet gegen die Feinde an, die ich euch entgegenstelle, und beweist euch. Okay. Dann soll der Kampf beginnen. Denkt daran, das große Reich des alten Ägyptens übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, die während der Prüfung entstehen. Also das ist ja mal eine Prüfung, mit der ich etwas anfangen kann. Wenn es um unsere Stärke geht, würde ich sie gerne beweisen. Der Ärger scheint mir heute auf dem Fuß zu folgen. Oh, passt bei denen gut auf. Die sind besonders furchterregend. Ich heiße hier besonders furchterregend. Deine Begeisterung gefällt mir. Tja, schön, dass er Spaß hat. Wenn die letzte Prüfung so einfach ist, gehört der Nexus-Splitter uns. Bevor du mit langen Haaren hast, du mir besser gefallen sagen kannst. Exzellent. Eine bewundernswerte Demonstration von Stärke. Ihr habt die zweite meiner Prüfungen bestanden. Doch ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus, denn die dritte Prüfung wartet. Let's go! Aber hey, ich hab jetzt einen goldenen Stein. Die dritte Prüfung findet in diesem Grabmal statt. Wenn ihr euch gestärkt habt, geht hinein und erweist euch des Nexus-Splitters als würdig. Fast geschafft. Nur noch eine Prüfung, dann haben wir den Nexus-Splitter im Sack. Ha! Vielleicht stellt diese letzte Prüfung ja eine größere Herausforderung für euch dar. Es ist voll fies. Bei mir hat sich eben was zu essen gemacht und jetzt riecht es hier nach Essen. Und ich hab nichts. Jetzt krieg ich Hunger. Dies ist die einzig wichtige Nachrichtensendung, denn es ist die letzte in Manhattan. King! Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Thor einen Nexus-Splitter im altägyptischen Bereich von Chronopolis sucht. Scheinbar hat der Pharao dort nichts für King übrig und lässt unsere Helden in die Grabstätte, in der ein Fragment ist. Für diejenigen von euch, die hinterm Mond gelebt haben, die zusammengesetzten Nexus-Splitter werden im Kampf gegen King hilfreich sein. Dieser Pharao scheint ein netter Typ zu sein. Mhm. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich denke also, unsere Helden werden diesmal keine Probleme haben. Wir werden sowas von Probleme bekommen. Wartet! Ihr auch? What? Ich fürchte, ihr seid in dieselbe Falle getappt wie wir. Ich, Horus, betrat die Pyramide, um eine Störung der Grabstätte zu untersuchen. Aber ich komme nicht weiter. Netter Hut. Es gibt keinen Zugang zu den tieferen Ebenen. Hulk, nicht aufgeben. Hulk, machen Zugang. Hulk! Alle wohl auf! Hier drin, Captain! Ja. Ich lebe! Alles klar! Dann müssen wir eben getrennt weitermachen. Lasst uns den Splitter finden. Danke für eure Hilfe, Avengers. Bitte. Mit eurer Hilfe ist es vielleicht möglich, aus dem verfluchten Grabmal zu fliehen. Hey, schon in Ordnung. Kennen wir uns? Das ist Horus. Er ist sozusagen ein hohes Tier in der Realität, aus der er stammt. Der Doktor hat mir von eurem Kampf gegen Kang erzählt. Ich möchte euch wirklich gerne helfen. Schön, dich in unserem Team zu haben, Horus. Hm. Horus, Popus. Ahaha, das ist irgendwie typisch. Aber
aber ich möchte Strange spielen. Irgendwie ist es tief. Bin einfach wieder da? Heimdall, ist das dein Werk? What? Ich wollte sagen, irgendwie ist das typisch. Es ist mir nicht möglich, das zu benutzen. Alter, halt die Klappe. Halt die Klappe. Irgendwie ist es möglich. Alles möglich. Ah! Worte, nochmal. Irgendwie. Es ist hier so viel. Okay, nochmal. Irgendwie ist es typisch. Bleibst du da weg? Für alles Mögliche, was irgendwie mit ägyptischen Rätseln zu tun hat, dass das diese Licht- und Spiegelrätsel sind. Hey, helft mir mal, ja? Oh, hi. Dafür brauche ich Strange. Alles gut. Wo seid ihr denn hier gelandet? Wie seid ihr denn hierher gekommen? Ach, durch die Tür. Logisch. Okay, Tor ist wieder hier. Gut. Ja, genau, Thor, kümmere dich mal darum. So, durch diese Tür müssen wir. Das ist nicht unbedingt das Riesenproblem. Okay, da drüben geht's nicht weiter. Aber ich feiere die Musik hier drin. Ich feiere die Musik. Kaputt machen, alles klar. Gut. Ach, herrje. Ah. Das ist jetzt das neue Tomb Raider. An der Wand. Natürlich. Glaubst du, die könnten unser Weg nach draußen sein? Ja, das glaube ich. Meine Magie ist an diesem Ort begrenzt, aber vielleicht kann ich helfen. Oh. Ich brauche dieses Teil. Oder halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Okay, das funktioniert noch. Ich wollte nur gerade mal testen, ob das noch funktioniert. Aber es funktioniert noch. Gut. Bis dahin. Und das darüber. So. Noch eine Wand? Wir sind immer noch gefangen? Nicht unbedingt. Diese Wand ist anders. Ich glaube, meine Magie greift hier. Gut gemacht, Doc. Und weiter. Gehen wir jetzt hin. Carol? Bist du das? Steve, wir kommen nicht weiter. Seht ihr auf eurer Seite einen Schalter oder etwas in der Art? Vielleicht. Warte mal. Anscheinend war vor uns schon jemand hier und wollte schnell verschwinden. Halt! Ich mag diesen Ort.
Geht mir genauso, Großer. Einfach mal schnell alles kaputt machen und dann... Wow.